herzliches Willkommen zur dritten Ausgabe der freundlichen Geschenkidee von Euronics XXL Groß in Zittau. Die letzte Ausgabe unseres Mundart-Gewinnspieles gibt es auch in dieser Sendung. Mitmachen können Sie, und das verrate ich Ihnen schon mal an dieser Stelle, bis zum 13. Dezember. Bei mir ist wie gewohnt und eine gute Tradition der Geschäftsführer und Inhaber Jochen Groß. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Das Kinoerlebnis für zu Hause und für die ganze Familie haben wir Ihnen in der vergangenen Woche vorgestellt. Heute geht es um den passenden Sound. Ja, die Geräte haben natürlich nur kleinere Lautsprecher integriert, die Flachbildschirme. Und der Ton ist nun nicht so wahnsinnig toll. Um diesen Ton zu verbessern, empfiehlt es sich, eine Soundbar oder ein Heimkinosystem dazu zu erwerben. Wir haben hier für Philips, für dieses Supergerät, was wir letzte Woche vorgestellt haben, auch ein sehr schönes Heimkinosystem, eine Soundbar. Dieses Gerät beinhaltet einen 3D Blu-ray-Player und auch ein UKW-Radio, besteht eben aus dieser Soundbar und einem Subwoofer und kann mit 800 Watt auch richtig Power. Vielleicht auch hier nochmal ein Wort zum Preis. Dieses Gerät kostet 1099 Euro, also entsprechend für die Qualität des Fernsehers und des Tones mit nur zwei Teilen gut. Okay, ganz herzlichen Dank. Auf mich wartet Markus Wieden und die treuen Zuschauer wissen, da geht es dann wieder um Haushaltsgeräte. So, liebe Freunde der freundlichen Geschenkidee, in der vergangenen Woche hatten wir Ihnen hier an dieser Stelle eine Bosch Waschmaschine vorgestellt. Diesmal gibt es den dazugehörigen Kondenstrockner und an meiner Seite ist Markus Wieden. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Wieden, sagen Sie uns doch mal ganz kurz etwas zu diesen Trocknern und zu den speziellen Merkmalen. Ja, das ist momentan unser energiesparendster Wäschetrockner, den wir haben. Das ist ein Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnik, hat Energieeffizienzklasse A, verbraucht 60% weniger Energie als A erfordert. Das bedeutet, das Gerät hat 1,5 Kilowatt pro Trockengang, was er verbraucht, 8 Kilo Fassungsvermögen, also richtig großes Trommelvermögen. Man hat einen Wollekorb mit drinne. Das ist dieses Korbprogramm für Kuscheltiere, habe ich gelesen. So ist es. Für Kuscheltiere, für Wollepullover oder Wollsachen, die man sonst nicht in den Trockner reintut, kann man dort optimal drinnen trocknen, wird optimal geschont. Man kann auch Schuhe reinlegen in den Korb. Das ist schon eine feine Sache. Ja. Gut, dann bedanken wir uns für die Information. 1.199 Euro ist der Mitnahmepreis. Und ich freue mich schon die ganze Zeit darauf. Endlich darf ich mal richtig spielen. Die dritte Station unserer freundlichen Geschenkidee in dieser Woche, das ist eine Spielkonsole aus dem Hause Nintendo und niemand kann mehr dazu sagen als Richard Bergmann. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Was ist denn das Besondere dieses Wii-Spielekonzeptes? Das Besondere dieses Spielekonzeptes ist vor allem diese Bewegungssteuerung, die man da hat. Das heißt, dass man eben mit dieser Wiimote als Fernbedienung vor dem Fernseher stehen kann und das Spiel anhand der Bewegung, der Fernbedienung rauf, runter, nach rechts und nach links, das Spiel steuern kann. Bis zu wie viele Personen können denn da sich an einem Spiel beteiligen? Es kommt aufs Spiel drauf an. Grundsätzlich gehen bis zu 4 Spieler. Vielleicht mal ein Wort zu der Software oder den Spielen, die ich womöglich sogar zu einem Paket dazu bekomme. Wie läuft das? Also wir bieten das Wii Sports Resort mit an. Das ist ein Sportpaket mit zu der Wii dazu. Das kostet 149 Euro. Ist eigentlich ein ganz nettes Paket. Da hat man eben mehrere Spiele gleich mit dabei. Ein Golfspiel, Bowling, Tennis, Fechten, Fallschirmspringen. Eigentlich so ein bisschen von allem. Und ansonsten, wenn man möchte, kann man sich natürlich noch jede Menge Spiele nachkaufen. Da gibt es dann auch die verschiedensten Spiele. Von Tetris bis hin zu Sonic, wie man es halt noch die alten Spiele-Klassiker kennt. Gut, also dass Golf Spaß macht, davon habe ich mich und hoffentlich auch Sie, liebe Zuschauer, überzeugen können. Herr Bergmann, ganz herzlichen Dank. Wir gehen jetzt wieder in das Damast- und Frottiermuseum nach Groß-Schönau, denn es gibt die letzte Ausgabe unseres Mundarträtsels. Liebe Zuschauer, ich grüße Sie hier aus dem Deutschen Damast- und Frottiermuseum in Groß-Schönau. In der vergangenen Woche suchten wir den Begriff Feuerriepel. Das ist eigentlich scherzhaft gemeint für den Schornsteinfeger. Und der ist ja in der Weihnachtszeit, besonders in der Zeit im Silvester, ja auch wieder sehr wichtig. Der bringt uns nämlich Glück.
und schützt uns letztendlich vor Feuer. Aber für das neue Adventsrätsel suchen wir den Begriff, den hochdeutschen Begriff, Eberburgkirchen. Was ist es? Beteiligen Sie sich wieder mit einer Postkarte oder über das Internet. Das war sie schon, die dritte Ausgabe unserer freundlichen Geschenkidee aus dem Hause Euronix XXL Groß in Zittau. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit dieser Senderubrik interessante Kaufanregungen geben. Unser Hauptpreis unseres Gewinnspiels, ich sag's nochmal, das Sony Tablet, ein ganz besonderes Tablet mit vielen interessanten Funktionen, unter anderem der Fernbedienung für all Ihre TV-Geräte, natürlich Internet, natürlich Apps, so viel wie Sie wollen. Mitspielen können Sie mit Ihrer richtigen Lösung bis einschließlich dem 13. Dezember. Unter allen Einsendungen verlosen wir dieses schnuckliche Gerät. Wir drücken Ihnen ganz fest die Daumen. Machen Sie es gut. Ciao.